Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Das mache ich mit Blick. Bring mich einfach zum Hause meines Paters. Es steht im Hafen von Kenkreiai. Zu Pferd ginge es schneller. Was wollten diese Banditen von dir? Sie sprachen davon, dass man ihnen etwas schuldet. Aber ich habe keine Ahnung, was sie meinen. Du hast sie noch nie gesehen? Wenn ich es so bedenke, sie kam mir irgendwie bekannt vor. Eine Gruppe von Banditen sucht den Hafen, in dem ich aufwuchs, schon so lange heim, wie ich mich erinnern kann. Und los geht's. Da wären wir. Das Haus meines Paters. Also, hat meine bezaubernde Retterin einen Namen? Cassandra. Freut mich. Ich bin Lykinos, berühmter Dichter aus Athen. Ich kam, um meinen lieben Pater und Bruder zu besuchen. Ah, wo wir gerade von ihm sprechen? Timotheos, ich bin daheim. Das ist die liebliche Cassandra. Sie hat mich auf dem Weg hierher gerettet. Wo ist... Vater ist tot. Was? Er wurde vor ein paar Tagen getötet, von Banditen. Und das sagst du mir einfach so? Ich muss mich auf das Begräbnis vorbereiten. Du solltest das Gleiche tun. Für deine Dienste. Wenn du so hart bist, wie du aussiehst, könnte ich deine Hilfe bei etwas anderem brauchen, bevor du gehst. Ist denn das zu fassen? Wir trauern alle anders. Dein Bruder hat auch gerade seinen Vater verloren. Seit Timotheos aus dem Krieg zurückgekehrt ist, hat er sich verändert. Er hat für Athen gekämpft? Eine Weile, ja. Genau wie mein Pater. Inzwischen sind beide Fischer. Zumindest war mein Pater das. Gib ihm Zeit. Ich überlasse das Grübeln lieber Timotheos. Du bist ein Söldling, oder? Ich will Rache an den Mördern meines Paters nehmen. Floss denn nicht schon genug Blut für einen Tag? Deshalb heure ich einen Söldling an, um für mich zu kämpfen. Und mein Bruder meinte auch, dass er deine Hilfe brauchen könnte. Nun gut, ich bleibe und helfe. Wie soll ich die Banditen aufspüren, die Timotheos erwähnte? Ihr Versteck soll angeblich etwas westlich von hier im verfallenen Tempel des Zeus liegen. Ich sorge dafür, dass die Banditen für ihre Taten büßen. Timotheos, du sagtest, du könntest meine Hilfe brauchen?
Mein Vater diente im Athener Militär. Er hat ein ordentliches Begräbnis mit allen Ehren in seiner Rüstung verdient. Doch diese Rüstung wurde unlängst aus unserem Haus gestohlen. Soll ich sie zurückholen? Nein. Mein Vater sah den Dieb nach der Tat aus der Stadt laufen. Aber der Händler sollte eine Athener-Rüstung haben. Sag ihm, es ist für Diokles Begräbnis. Sie waren Freunde. Ich hole die Rüstung für das Begräbnis. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Lykinos Vater schuldete ihrem Anführer eine Menge Drachmen. Er heißt wohl Hypatos. Thank you.
gefunden. Chere, hast du eine Athener Rüstung zu verkaufen? Sie ist für Diokles Begräbnis. Timotheos kann die Rüstung seines Vaters zurückkaufen, wenn er will. Aber billig wird das nicht. Wie meinst du das? Diokles verkaufte mir seine Rüstung erst kürzlich. Timotheos sagte, die Rüstung wurde gestohlen. Also, ich habe sie hier und ein Dieb bin ich nicht. Ich habe sogar noch eine Athener Rüstung. Nicht ganz so schön, aber für das Begräbnis reicht sie sicher. Ich nehme beide Rüstungen. Hier ist die Athena-Rüstung. Diokles-Rüstung ist die Treppe rauf. Alles erledigt. Ich sollte jetzt zum Begräbnis aufbrechen. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Da bist du ja. Hast du die Rüstung, um die ich bat? Ich habe die Rüstung für deinen Vater, Timotheos. Das sind tolle Neuigkeiten. Wo hast du sie gefunden? Ich bin zum Händler in der Stadt gegangen. Die Rüstung wurde nicht gestohlen, Timotheos. Dein Vater hat sie verkauft. Das ergibt keinen Sinn. Vater würde mich nicht anlügen. Wichtig ist, dass die Rüstung wieder da ist. Ich danke dir. Gern geschehen. Jetzt brauche ich nur noch ein Ölopfer für die Zeremonie. Ich sehe, was ich tun kann. Vielen Dank. Das bedeutet mir viel. Ich sollte meinen Vater ankleiden. Söldling! Irgendwelche Neuigkeiten? Ich habe mich um die Banditen gekümmert. Jetzt, da mein Pater gerecht wurde, kann ich ruhiger schlafen. Diese Malakes haben ihre Tat nicht zufällig gerechtfertigt, oder? Euer Vater schuldete Hypatos, dem Anführer der Banditen, jede Menge Drachmen. Was konnte er denn mit diesem Abschaum zu schaffen haben? Wichtig ist, dass sie für ihre Verbrechen bezahlt haben. Vielen Dank, Cassandra. Nun kannst du ganz ungestört trauern. Ich sollte sofort Timotheos davon erzählen.
wenn du für das Begräbnis bleibst, bin ich mir sicher, dass ein Weinopfer meinem Pater viel bedeutet hätte. Timotheus bat mich, auch etwas Öl zu holen. Wo kann ich die Opfergaben finden? Hat er? Ich meine, du solltest eigentlich alles, was wir brauchen, am Hafen finden können. Ich bin bald zurück. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Was? Bruder, du hast hier nichts zu suchen. Nein! Ich habe den Wein. Ich könnte das Öl holen oder einfach zurück zum Begräbnis gehen. Ich habe beide Opfergaben. Ich sollte zurück zum Begräbnis gehen. San Anglis. Βοήθεια αν επίχομαι. Πού καλύτες τον Κορστή. Konnte ich so dumm sein? Noch mehr Blut vergießen, Lykinos? Pater musste gerecht werden. Ich habe mich darum gekümmert. Du hast dich darum gekümmert? Meinst du, damit endet es? Kassandra, du gibst mir doch recht, oder? Timotheus hat recht. Es war kurzsichtig, die Banditen zu provozieren. Wenn ich mich richtig erinnere, machtest du dir weniger Sorgen, als du bezahlt wurdest. Nun ist wohl der Vater von jemand anderem deinetwegen gestorben. Der nächste Kopf ist dann deiner.
Das würde dir gefallen, was? Was? Warum sagst du so etwas? Seit ich hier angekommen bin, bist du nur gemein zu mir. Es tut mir leid, Lykinos. Ich will dich doch nur nicht verlieren. Wir haben doch nur noch einander, seit Pater tot ist. Wir sollten mit dem Begräbnis fortfahren. Hast du die Opfergaben? Ich habe, worum ihr beide gebeten habt. Ich danke dir. Wir danken dir. Ich kann mich selbst bei Cassandra bedanken. Ich tat, was ich konnte. Möge euer Vater friedlich über den Styx reisen. Lykinos, komm. Wir müssen den Altar vorbereiten. Ja, gleich. Ich würde dich gern noch einmal sehen, bevor du die Stadt verlässt. Bitte, komm zu mir nach der Zeremonie. Wir sehen uns, Söldling. Meine liebe Cassandra, hier drüben. Ich wollte dir nur noch für alles danken, was du für mich getan hast. Woran denkst du denn? Dichten mag mein Beruf sein, aber es steckt noch mehr in mir. Ich bin auch ein sehr talentierter Koch. Lass mich dir ein herrliches Festmahl zubereiten. Das würde mir gefallen. Toll. Es gibt da nur eine Sache. Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Jagd nach Zutaten. Also wortwörtlich. Ich dachte, du verwöhnst mich. Nach allem, was wir durchgemacht haben, stimmst du mir sicher zu, dass ich besser in der Liebe als im Krieg bin, oder? Bei all den Banditen, die ich für dich erschlagen habe, bist du sicher nicht für den Krieg geeignet. Das kompensiere ich anderweitig. Was soll ich denn für dich jagen? Für das Gericht brauche ich Wild. Irgendein Wildtier, das in der Nähe herumläuft, sollte reichen. Triff mich an den Stallwänden beim Hypermnestra-Lager, sobald du was hast. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Na los, komm. Das ist ein Anfang, aber Lykinos wird mehr brauchen.
Das sollte reichlich Fleisch für Lykinos Festmahl sein. Bewegung! Schöne Aussicht. Ganz ohne Zweifel. Hast du schon unser Essen erjagen können? Hier ist das Fleisch. Sehr gut. Ich fange gleich an. Bitte, mach es dir bequem. Das war köstlich. Ich habe doch gesagt, ich kann kochen. War das Essen die Jagd wert? Ein paar Hirsche sind einer Söldnerin nicht gewachsen. Ich wünschte, ich hätte dein Geschick und dein Selbstvertrauen. Krieger oder nicht, es braucht einiges, um in Athen ein berühmter Dichter zu werden. Ich, habe bei meinen dichterischen Leistungen etwas übertrieben. Eigentlich bin ich nicht nur zu Besuch. Mir sind in Athen die Drachmen ausgegangen. Warum lügst du deinen Bruder deswegen an? Und mich? Timotheos kam schon immer nach meinem Vater. In allem. Sie kämpften beide für Athen, beide arbeiteten im Familiengeschäft. Timotheos Weg war noch nie der meine. Deshalb ging ich auf eigene Faust nach Athen. Du hast Angst, dass er dich verurteilt. Er wird sagen, wie verantwortungslos es war, überhaupt zu gehen. Und er hätte recht. Ich habe weder Drachmen, noch kann ich welche verdienen. Du bist ein großartiger Koch, Lykinos. Wenn du einen Lebensunterhalt suchst, dann solltest du darüber nachdenken. Ich schätze, jeder kriegt mal Hunger. Außerdem, wenn es dich zu beeindrucken weiß, lohnt es sich, dem nachzugehen. Du hast meine Frage trotzdem nicht beantwortet. Warum hast du mich angelogen? Ist das nicht offensichtlich? Ich wollte nicht wie ein Versager dastehen. Von dem Moment an, als ich dich traf, wusste ich, dass du großartig bist. Ich bin nur jemand, der sein ganzes Leben lang kämpfen musste. Wie dem auch sei. Du hast mein Leben gerettet, Cassandra. Das vergesse ich nie. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Das hier war schön, Lykinos. Das war es wirklich. Mit dem Boot kann ich nicht aufs offene Meer. Ich würde sinken.
Cassandra, da bist du ja. Störe ich gerade? Hier habe ich früher immer mit meinem Vater kämpfen geübt. Nachdem er sich als Fischer zur Ruhe gesetzt hatte, verlor er allerdings das Interesse. Aber ich habe weiter geübt. Den Kampf ohne Gegner zu üben, ist keine Herausforderung. Versuchst du mich zu einem Übungskampf zu verleiten, Söldling? Ich wäre an einem freundschaftlichen Wettstreit interessiert. Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Hast du Angst, Athena? Ich... Gut. Üben wir. Mal sehen, was du kannst. Mehr hast du nicht drauf? Ich fange gerade erst an. Dreckige Spartaner! Timotheus, alles in Ordnung? Gut gekämpft, Athena. Timotheus? Timotheus, was machst du denn? Ich? Nein, hör auf, hör auf. Nein, nein, bleib weg von mir. Ich werde dir nicht wehtun. Lass mich... Verstehst du nicht? Ich könnte dir wehtun, wenn du nicht wegbleibst. Du wirst mir nicht wehtun, Timotheus. Das weißt du nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich kontrollieren könnte. Ich weiß, du bist stärker als das, was es auch ist. Wenn ich so bin, wenn ich nur einen Wimpernschlag die Kontrolle verliere, sehe ich mich schreckliche Dinge tun. Timotheus. Nein, nein, nein! Halt! Aufhören! Beruhige dich einfach. So einfach ist das nicht, verdammt! Du bist sicher, Timotheus. Ich verspreche es. Ich muss jetzt allein sein. Es tut mir leid. Ich sollte zum Haus von Timotheus und Lykinos und nach ihnen sehen. Nicht um, gehe ich unter. Was ist hier geschehen? Nach einem der Banditen aus, die Diokles umbrachten. Wer immer das war, hat nichts mitgenommen. Lykinos, geht es dir gut? Sie haben ihn geholt. Die Mörder meines Paters haben Timotheus. Wo sind sie hin? Zu den Ruinen von Mykene. Bitte, du musst ihm helfen. Niemand darf mich sehen. Abbrennen! Ja!
Ποιος εμέ περιπέσει.
Timotheus, wir müssen hier weg. Timotheus? Wo sind sie? Verfluchte spartanische Hunde! Wo verstecken sie sich? Du bist sicher, Timotheus. Ich verspreche es. Du spionierst für sie! Ich werde... Timotheus, was machst du denn? Lykinos? Ich... Es tut mir so leid. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Wieder hast du uns gerettet, Söldling. Auf mehr als nur eine Weise. Noch hat euch die berühmte Adlerfrau nicht gerettet. Schön, endlich den Nachwuchs von Diokles zu treffen. Und du musst der Mann sein, der Schuld am Tod meines Paters ist. Schuld? Dein Vater war einer meiner besten Schmuggler, bevor er mich hinterging. Vater hätte nie für dich gearbeitet. Er hatte keine Wahl. Der liebe Diokles spielte gern. Mit meiner Unterstützung konnte er den ganzen Tag Wetten platzieren und euer schönes Haus behalten. Irgendetwas sagt mir, dass deine Unterstützung nicht bedingungslos war. Wohl kaum. Diokles und ich waren viele Jahre Partner, ehe ich ihn tötete. Leider verwandelt sich ein Mann, der mit den Drachmen eines anderen Mannes spielt, von einem Spieler in einen Dieb. Du hast deine Bezahlung in Diokles Blut erhalten. Was willst du von Lykinos und Timotheus? Ich hätte Diokles Schulden über seine Jungen beglichen, doch du hast meinen größten Rivalen in Korinth ausgeschaltet. Gern geschehen? Du hast mir einen Gefallen getan. Deshalb bin ich bereit, diese Knaben gehen zu lassen, um meine Schuld zu begleichen. Er hat meinen Pater getötet! Lässt du ihn wirklich laufen? Ja, Söldling. Lässt du mich laufen? Es ist genug Blut geflossen. Du kannst gehen. Ein schlauer Zug. Betrachtet die Schuld als beglichen. Danke für die Rettung, Cassandra. Es gibt da etwas, das ich dir sagen wollte. Ich muss Cassandra auch etwas sagen. Es tut mir leid, dass ich neulich vor dir weggelaufen bin. Das war nicht, was ich wirklich für dich empfinde. Ich würde dich nie verlassen. Ich meine, dass ich nicht vor dir hätte weglaufen sollen, wenn ich mit dir zusammen sein will. Ich bin der einzige Grund, weshalb ihr euch kennt. Die Moiren haben gesprochen. Die Götter haben uns zusammengeführt. Ich spüre das mit jeder Faser meines Herzens. Ich mag euch einfach nur als Freunde. Euch beide. Ich verstehe. Wenn du das wirklich so empfindest? Nun, danke nochmal für meine Rettung und alles andere. Nun denn... Leb wohl.